Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute mache ich ein Perlenstück mit mir. Ich habe wieder voll Lust, um meine Eule weiterzusticken. Ich habe seit dem letzten Mal auch ein bisschen was geschafft. Ich war ja, denke ich mal, war das, glaube ich, ja, an der zweiten Seite. Und da hatte ich ungefähr die Hälfte schon gestickt. Und jetzt bin ich schon ja fast fertig mit der dritten Seite. Es ist nicht mehr so viel, also ich habe ja nur noch diesen Bereich hier. Und dann ist die dritte Seite auch fertig. Ich habe auch schon festgestellt, dass ich gerade im Moment mehr Perlen sticke als Kreuzsticke. Das hat ja auch einen Grund, weil ich unbedingt zu der Eule kommen wollte. Und das habe ich jetzt auch ja geschafft. Also ein bisschen was von der Eule ist schon zu sehen. Nicht sehr viel, aber immerhin. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich diese dritte Seite fertig gestickt habe, dass ich dieses Bild erstmal weglegen werde, weil dieses Jahr soll ja meine Grinsekatze fertig werden, und wenn ich ständig immer beim Perlensticken bin und darum sticke, wird die Grinsekatze einfach nicht fertig. Also werde ich, wie gesagt, diese Seite fertig sticken und dann es erstmal zur Seite legen, damit ich an meine Kreuzstickprojekte weitermachen kann. Weil die haben ja eigentlich ja Vorrang für dieses Jahr. Also so war meine Planung, sage ich jetzt einmal. Ja, es macht sehr viel Spaß, dieses Bild zu sticken. Die Farben sind echt der Hammer. Und mit dem Hintergrund, mit diesen komischen ja, Regenbogenperlen, oder wie man die auch bezeichnet, kommen die Grüntöne super zur Geltung. Jetzt muss ich mal schnell schauen, dass ich mich hier nicht verstecke. Ah, genau, ich brauche ja hier. Weil man kommt jetzt immer mehr zu der Eule und weniger Hintergrund. Und es ist mega schön. Da freue ich mich so richtig drauf, dass man auf jeden Fall schon ein bisschen was erkennen kann. Das werde ich euch am Ende vom Video dann zeigen, wie das dann aussieht. Soweit. Muss schnell abstreichen. Ich musste bloß schnell meinen Kater rauslassen, weil der wieder das Zimmer verlassen wollte. Und natürlich, kaum ist er draußen, will er wieder rein. Aber der Diego bleibt erstmal draußen, der Rocky ist noch im Zimmer. Und ja, das geht hier erstmal weiter. So ist es mit den Katern, ist der eine draußen, dann will der andere dann auch mit raus. Soll mir recht sein. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ja genau, die dritte Seite möchte ich noch fertig machen, und dann geht es auf jeden Fall vermehrt an meine Kreuzstickprojekte, an meine Riolis und an meine Grinsekatze. Natürlich auch ein bisschen Diamond Painting ist wieder mal angesagt. Da habe ich auch schon ein bisschen was fertig gemacht. Ja, mal schauen, auf was ich Lust habe, das mache ich einfach. Ich zwinge mich da zu nichts. Und aber ich möchte bloß schauen, dass dieses Bild nicht ins Fokus kommt, weil ja, möchte ich einfach noch nicht. Jetzt glaube ich, habe ich mich maßlos verzählt. Ja. Ja, das kommt davon, wenn man immer aufstehen muss, Karte raus. Und dann den nächsten wieder raus.
Aber macht dir nichts. Man stickt ja gerne rückwärts. Und so viel ist es nicht. Deswegen habe ich ja diese Striche nach unten. Da merke ich dann gleich, ob ich meine Zähne habe oder nicht. Und wenn nicht, dann weiß ich, dass ich einen Fehler gemacht habe. Jetzt schaue ich mal, ob ich das so hinbekomme, das einzufädeln, ohne Einfädelhilfe zu verwenden. Ja, haut mal hin. Gut, ich habe hier zu wenig gestickt von der einen Farbe. Das holen wir jetzt schnell nach. Das ist ja halb so schlimm. Ja, meine Kreuzstückprojekte möchte ich mehr im Vordergrund bringen, wie gesagt. Und ja, mal schauen, was kommt. Also, ich möchte mir nicht so einen großen Druck machen. Ich möchte einfach nur das machen, auf was ich Spaß habe. Aber ich merke gerade im Moment, dass das Perlensticken mich wieder in der Hand hat, weil ich immer mehr vom Bild sehen will. Aber mein erstes Ziel ist ja quasi schon erreicht, dass ich an die Eule angekommen bin. Das freut mich. Und natürlich auch mal andere Farben zu sticken. Ist auch immer sehr interessant zu sehen. Und speziell, wenn man immer so davor sitzt, da erkennt man nicht wirklich immer so viel. Und manchmal zweifelt man, ich muss mal schnell mein Perlenbrett ein bisschen anders hinlegen, zweifelt man manchmal, ob das wirklich alles so passt. Aber dann schaut man das originale Bild an und dann sieht man, ja, das passt schon, kommt schon hin mit den Farben. Aber immer, wenn man direkt davor sitzt, das ist ja genauso wie bei Diamond Painting. Manchmal schaut das sehr, sehr komisch aus, wenn man davor sitzt. Und wenn man das dann von ein bisschen weiter weg betrachtet, dann schaut das alles in Ordnung aus. Ich finde es auch sehr schön, diese kräftigen Gelbtöne, was auch dabei sind bei der Eule. Das war ja auch in dem Blatt dabei, hier dieses Gelbton hier. Das kommt gerade sehr vermehrt vor bei der Eule, weil die oben relativ hell ist. Ja, da bin ich echt gespannt. Ich denke nicht, dass ich dieses Jahr dieses Bild fertig bekomme. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht vor. Aber ich werde dann sehen, wie weit ich dann Ende des Jahres überhaupt damit komme. Aber ich bin schon mal zufrieden, dass ich auf jeden Fall bei der Eule schon mal angekommen bin. Mit manchen Farben muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Da sitzt man echt davor, schaut in das Perlenbrett rein und sieht einfach das Symbol nicht. Man weiß, das ist da, aber man sieht es nicht. Da bin ich immer kurz davor, die Legende rauszuholen und zu schauen, was für Nummer das hat, dass ich das dann finde. Weil ich habe extra die Farben so einsortiert, wie die Nadja das durchnummeriert hat, damit ich die auch leichter finde und falls mal so ein Aufkleber mal runterfällt, dann ist es egal, weil dann ist es immer noch die eine Nummer. Dann kann ich immer noch das zuordnen, welches Symbol das dann ist. Auch wenn manche Farben sehr ähnlich sind und auch nebeneinander liegen, dann muss ich halt aufpassen, dass die Perlen nicht drüber springen. Ich klappe extra mein Perlenbuch nicht zu, damit wirklich gar nichts passieren kann. Also ich lasse es einfach offen und ja, dann kann wirklich nichts passieren dann. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Umsetzung ist mit den ganzen Perlen. Das fasziniert mich eh immer so mit den ganzen verschiedenen Arten von Perlen, was es da gibt. Da bin ich jetzt nicht so im Thema drin. Aber es ist einfach eine schöne Mischung dabei, was es alles da gibt. Und auch diese grüne Eule. Ich bin fasziniert, was für andere Farbtöne da alle dabei sind. Also diese Gelbtöne und Braun und ja, einfach toll.
Und die Perlen, das Glitzern und Funkeln, das kriegt man gar nicht so richtig auf der Kamera rüber, wie das in echt ist. Also die, wo Perlen sticken, die wissen ja, wie die Perlen so sind. Und einfach auf der Kamera kommt es einfach nicht so hundertprozentig rüber, was sehr schade teilweise ist. Aber ja. Ja, hier sieht man schon die Eule. Sehe ich es gerade hier. Hier fängt die Eule an. Und wie man sieht, erkennt man so gut wie nichts. Aber hier ist schon der Anfang von der Eule. So, noch zwei Perlen und dann geht es die nächste Reihe. Das Bild hat ja 36 Seiten, war das? Ja, 36. Also, ja, hoppla. Jetzt ist mir die eine Perle da gerade da reingeflutscht, aber die kann man gut auseinanderhalten. Grün und Grau lässt sich gut voneinander unterscheiden. So. Ja, 36 Seiten hat die Eule, also habe ich schon noch ordentlich noch was zu tun. Ich denke nicht, dass ich, hoppala, ich denke nicht, dass ich das Bild heute noch fertig bekomme, das Bild, die Seite fertig bekomme, weil ich möchte noch ein paar andere Sachen erledigen heute. Aber es sind ja nur noch, ja, was werden das sein? 15, 16 Reihen und dann ist die Seite fertig. Ja, vielleicht morgen oder übermorgen oder wann auch immer. Und dann werde ich schauen, dass ich dieses Bild wirklich zur Seite schaffe, dass ich einfach wirklich an meine anderen Sachen weiterarbeiten kann, weil irgendwie die Eule, die flutscht immer dazwischen und dann denke ich, ja, ein, zwei Reihchen geht schon. Und dann hocke ich doch meistens ein bisschen länger dran. Also wenn ich mal dran sticke, dann schaue ich, dass ich vielleicht ja 4 bis 6 Reihen schaffe. Wenn ich mehr schaffe, umso besser. Aber manchmal schaffe ich auch nur 4 bis 6. Außer vielleicht, wenn ich wirklich einen guten Tag habe, dass ich wirklich die 10 Reihen schaffe. Aber momentan schaffe ich leider nicht mehr. Aber das ist nicht so schlimm, weil jeder Fortschritt ist ein Fortschritt, egal wie groß oder wie klein der ist. Hauptsache, man kommt immer ein bisschen voran. Muss ich mal schauen, wo dieses Symbol ist. Ja, die Farben sind sehr kräftig, also es gefällt mir richtig gut. Die kommen richtig gut raus und speziell mit dem Hintergrund. Dann schaut es fast so aus, als wären das so, ja, wie kann man dazu sagen, so Neonfarben oder so in der Richtung, obwohl es keine sind. Aber durch den dunklen Hintergrund, ja, wirken die kräftiger, finde ich. Und da bin ich dann wirklich sehr gespannt, wenn ich dann mehr von der Eule gestickt habe und einfach weiter im Bild drin bin, wie das dann alles so erscheint. Aber ich sehe die ganze Sache ganz positiv. Also bis jetzt gefällt mir das sehr gut. Auf jeden Fall die Blätter, die kommen richtig gut raus. Und das bisschen, was ich jetzt von der Eule sehe, gefällt mir auch sehr gut. Kommt im Originalbild sehr ähnlich oder sehr nah. Und bis jetzt ist es wirklich nur ein Mini-Bereich, was man da sieht. Und da kann man noch nicht so wirklich viel dazu sagen. Ja, hier sind bloß mehr Farben, was ich hier verwenden muss. Im Hintergrund war es eigentlich relativ einfach, da war nicht so viel Farbwechsel.
Ich meine, so konfettilastig ist das Bild jetzt auch nicht, aber trotzdem einfach die anderen Farben mal zu verwenden und man muss erst noch klarkommen, wo die überall im Perlenbrett liegen. Aber das geht normalerweise sehr schnell, dass man das drin hat. Und da ich wirklich nur das eine Perlenstickbild mache, dann komme ich auch nicht durcheinander. Jetzt mache ich bloß schnell die zwei hier noch und dann werde ich wieder mal abstreichen. Bevor ich den Überblick verliere. Gestern ist es mir passiert, da habe ich eine Reihe fertig gestickt, aber habe nur die Hälfte durchgestrichen und dann habe ich wieder damit angefangen, das Bild zu sticken und stick dran und denke mir, hä? Wieso ist der Rest schon abgestrichen? Dann habe ich ungefähr, habe ich die Hälfte von der Reihe wieder aufmachen müssen. Ja, deswegen schaue ich immer, dass ich immer zeitnah abstreiche, aber ab und zu vergisst man es halt oder wird man da abgelenkt und speziell wenn man Katzen hat, geht es schneller als man denkt. Aber es hat alles halb so wild, solange man das noch merkt, früh genug und nicht zu viel zurücksticken muss, ist es alles halb so wild. Ja, mal schauen, noch diese Reihe noch fertig sticken. Mache ja meistens immer im Video immer mit euch. Ja, da sticke ich immer die zwei Reihen oder versuche immer die zwei Reihen zu sticken. Dann werde ich euch das zeigen, wie weit ich schon bin komplett. Also wie gesagt, fast die dritte Seite ist fertig. Und ich finde die Perlen, die liegen auch super. Also ich bin mit dem Stoff auch mega zufrieden, auch wenn er ein bisschen gefühlt ein bisschen härter ist wie das von der Alexandra Tokareva von die Blauaras. Aber es lässt sich sehr, sehr gut sticken. Ah, genau, zum Thema Blauaras. Ich glaube, ich habe euch gar nicht das Bild eingeblendet, wo ich das Bild eingerahmt habe. Das werde ich jetzt nachholen, weil ich glaube, ich habe das nur damals bei Facebook hochgeladen, aber bei meinem letzten Perlenstick mit mir habe ich das nicht mit eingefügt. Ich habe das Bild ganz einfach in einen Puzzlerahmen eingerahmt. Ich habe ein paar Streifen doppelseitiges Klebeband hinten dran gemacht. Und vorne habe ich die Plexiglasscheibe dran gelassen. Bin auch froh drüber, weil ich habe nicht so viele Streifen hinten hingemacht, also doppelseitiges Klebeband. Ich hätte da vielleicht ein paar mehr machen müssen. Aber da es ja hinter der Scheibe ist, kann das nirgendwo hin und es passt schon. Also ich lasse es jetzt auch so, ich bin auch mega happy damit. Mein anderes Bild, was ich damals gestickt habe, das auf Vordruck, den Leo da, den habe ich ja ohne Glas eingerahmt. Und auch ohne doppelseitiges Klebeband, glaube ich. Den habe ich einfach nach hinten gespannt und so fixiert. Das nächste Mal weiß ich also auf jeden Fall, wenn ich dieses Bild hier dann einrahme, werde ich wahrscheinlich auch wieder einen Puzzlerahmen verwenden, damit das einfach ein bisschen geschützter ist und die Perlen, die funkeln, finde ich genauso. Also mich stört es jetzt nicht. Und man hat es einfach leichter beim Abstauben und so. Ja, das ist jetzt meine Meinung dazu jetzt. Es kann sein, dass ich es doch ohne Glas mache. Ich weiß es nicht, aber vor habe ich schon, speziell bei so großen Bildern. Die kleineren werde ich wahrscheinlich so wie mein Leo ohne Glas aufhängen. Ich meine, ich habe ja nicht viele, ich habe ja nur noch die Löwenfamilie auf Vordruck. Und dann habe ich hier eh noch mein Bild von der Alexandra Tokareva noch, das mit die Katzen. Mehr habe ich nicht.
Obwohl das immer sehr schwer ist, nicht irgendwas Neues zu kaufen. Also das muss ich schon sagen, das sind so viele schöne Bilder und immer wieder kommen neue Bilder und dann sieht man wieder ein Unboxing hier und ein Unboxing da und dann denkt man, boah, so ein schönes Bild möchte ich eigentlich auch haben, aber ja, bei den Perlenstick-Sachen, da schaue ich echt nur die Bilder, wo ich aufhängen möchte. Die kaufe ich. Und das Weitere werde ich sehen. Ich will, möchte auch noch schauen, dass ich ein paar Sachen noch auf Holz kaufe, weil die machen auch Spaß. Da habe ich ja damals mein Osterei ja gestickt, beidseitig. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja. So, die letzte Perle noch für diese Reihe. Dann werde ich schnell mal meine Perlen mal in Sicherheit bringen. Ich habe auch angefangen, ja, erst habe ich das Bild andersrum gehabt, also richtig rum, und jetzt habe ich es wieder so, dass ich von unten nach oben stick, weil dann kann ich das einfach so weit liegen lassen und ich zerknautsch immer so gerne meinen Stoff und da kann ich das einfach besser halten. Jetzt drehe ich das schnell mal um, dass es richtig rum ist. Also hier ist auf jeden Fall die Eule. Also wenn ich das Bild, was haben wir denn? Wenn ich das Bild so daneben halte, dann sieht man schon, also diesen Klecks hier ist das hier da oben. Ich glaube, das sieht man ganz gut. Hier ist der dunkle Fleck hier, ist hier. Und das ist auch so alles so gelblich und so hell, also von der Farbgebung her, also das passt schon. Ja, und dann geht es dann hier ein bisschen weiter, viel nimmer. Wie gesagt, ich habe was hier 15 oder 16 Reihen und dann ist Seite 3 fertig. Das bringe ich euch mal komplett mal raus, damit ihr die drei Seiten alle komplett seht. Und da haben wir das Bild. Ja, wie gesagt, die Eule ist hier. So richtig viel erkennt man noch nicht. Ich schätze mal erst, wenn ich hier die vierte, fünfte, sechste Seite habe, dann hat man wenigstens diesen kompletten oberen Bereich. Also hier oben von der Eule. Hier. Und erst wenn ich dann ja weiter unten bin. Es geht ja immer sechs Seiten rüber. Dass ich, wenn ich bei der, was ist denn das, neunte, zehnte Seite bin, dann wird man schon mehr von der Eule erkennen und die Augen. Aber ich finde, es kommt sehr gut raus und wie die Perlen funkeln, das bringt man gar nicht so richtig raus. Ich glaube, so kann man es ein bisschen erkennen. Und so ist wenigstens der Hintergrund nicht so fad, weil das alles so funkelt in die verschiedenen Farben. Und das ist nicht nur reines Schwarz. Man erkennt auch hier diesen Blatt hier, wo er im Hintergrund ist, hier, das ist auch hier ganz gut zu erkennen. Ich denke, das sieht man schon ganz gut. Ja, wie gesagt, ich werde noch diese 15, 16 Reihen noch sticken. Heute wahrscheinlich nicht mehr, eher morgen oder übermorgen. Mal schauen, wann ich dazu komme, und dann werde ich wirklich dieses Bild einfach mal zur Seite packen, dass ich wirklich mal an meine Kreuzstichsachen arbeiten kann. Aber die ganzen Farben von den Perlen, die schauen so schön aus. Ich meine, ich bin kein Grün-Fan, das habe ich schon mal gesagt, aber trotzdem finde ich die so schön, und auch die ganzen Gelbtöne, Braun und Graus und alles Mögliche ist einfach sehr schön. Ja, mehr habe ich eigentlich euch nicht zu zeigen. Ich wollte euch nur mal ein kleines Update geben von der grünen Eule, wie weit ich schon bin. Wahrscheinlich wird in nächster Zeit nicht so schnell wieder ein Perlenstick mit mir kommen, weil, wie gesagt, ich möchte ein paar andere Projekte im Vordergrund bringen und sticken und alles Mögliche. Aber ja, es wird auf jeden Fall weitergehen, auf jeden Fall. Und ich werde dann schauen, wann es dann wieder soweit ist. Oder vielleicht überkommt es mich einfach und ich hock wieder an diesem Bild und stick einfach weiter. Ich werde es dann sehen.
Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören, Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Video und ciao!